Es ist eben so, dass sich verschiedene Abteilungen oder verschiedene Bereiche weiterentwickeln und verschiedene Bereiche eben stagnieren und sich nicht weiterentwickeln. Und das habe ich mehrfach moniert. Und ich sah da keine Situation, dass sich das verbessern wird. Und von daher habe ich dann die Entscheidung getroffen. Wir waren da unterschiedlicher Auffassung, was speziell die Personal- und Kaderplanung und Entwicklung angeht. Und von daher sah ich mich gezwungen, an dieser Stelle die Entscheidung zu treffen. Ich habe Peter überzeugt, nach Hamburg zu kommen. Er hat das getan und wir haben auch sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Aber nichtsdestotrotz können Sie mir das durchaus als Fehler unterstellen. Ich sehe mich als denjenigen, der jetzt natürlich das übernimmt, die Abteilung Bundesliga, Profifußball. Und habe das ja auch in meiner Vergangenheit schon einige Jahre getan, nicht nur hier, sondern auch woanders. Und von daher denke ich auch die Kompetenzen dazu, das auszuüben.